Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier bei Zock, unserem Gaming-Format in der Games Night. Ich entführe euch heute mal wieder auf die Schlachtfelder der Panzerkriege in World of Tanks X. In dieser Episode werde ich mich mit dem tschechischen mittleren Panzer, dem TVP T5051, beschäftigen. Das ist dieser wunderschöne, schnieke Autoloader, einer der, ich sag mal, gefürchtetsten Panzer auf dem ganzen Schlachtfeld und einer der Panzer, bei dem das Skill Cap sehr, sehr hoch ist. Das bedeutet nichts anderes, als wenn ihr ein sehr guter Spieler seid, dann seid ihr in der Lage, mit diesem Gefährt tatsächlich wahre Wunder zu erleben. Und wenn ihr ein sehr schlechter Spieler seid, dann werdet ihr eurem eigenen Team einfach nur ein Graus sein. So viel erstmal zu diesem kleinen Schmuckstück. Ich drücke ins Gefecht und dann werden wir uns gemeinsam mal an die Fakten, Daten und ans Gameplay des Panzers ranwagen. Denn das Gameplay ist natürlich typisch Autoloader. Dieser Panzer ist nicht besonders dazu geeignet, im, ich sag jetzt mal, One-on-One bei vollen Lebenspunkten den Heavy Tank rauszuknipsen oder auf weiter Entfernung gegen TDs zu kämpfen, sondern es ist ein klassischer Executor. Sprich, ihr seid so gut wie kein anderer Panzer in der Lage, einzelne Fahrzeuge, die ihr auf der Minimap seht, zu identifizieren, als Opfer hinzufahren, euren Vierschussclip zu entladen, den Panzer rauszuschießen und im Gegenzug dann nur einen Treffer zu kassieren. Himmelsdorf ist die Map. Das ist eigentlich eine relativ anständige Map für meinen Panzer und ich werde mich definitiv in Richtung Berg begeben, Hügel begeben, wenn wir hier die gegnerischen Panzer dann entgegenkommen sollten. Hoffe ich natürlich, dass wir dort das Match entscheiden können. Leider wurde ich jetzt hier von eigenen Kameraden ein kleines bisschen aufgehalten. Wow, Zielgeschwindigkeit kommt mir gerade sehr, sehr schnell vor. Das ist ja Wahnsinn. Da muss ich auf jeden Fall mal hier ein bisschen langsamer machen, die Maus. Wow. Wer hat denn hier vorher gezockt? Das ist ja für StarCraft vielleicht gut, aber für da werde ich jetzt meine Aim-Probleme kriegen. Beim Bergauffahren werde ich mal ganz kurz gucken. Ist aber schon auf das Langsamste quasi eingestellt. Das ist einfach die Maus. Die Maus ist einfach Speedy Gonzales. Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe auf der Minimap, dass drei mittlere Tanks vom Gegnerteam auf jeden Fall unten sind. E50M hat sich bereits jetzt aufgeraucht und ich werde hier erstmal auf meine Teamkameraden warten. In diesen 1-gegen-1 Situationen gegen andere Autoloader möchte ich mich jetzt nicht unbedingt direkt zu Beginn des Gefechts begeben, sondern das ist eher was fürs spätere Gefecht. Oh, wow. Der hat mich schon erwartet. Da war ich scheinbar noch offen. Geh mal in den Reload. Da hat der Scorpion definitiv schon auf mich gewartet und ich hoffe jetzt einfach mal, dass meine Teamkameraden hier sich ein bisschen bemüßigen, mich zu supporten. Andererseits haben die Gegner jetzt komplett den oberen Bereich hier aufgegeben. Oh ja. Jetzt stehen wir hier alle ziemlich dicht an dicht. Das macht es nicht einfacher. Jeder will natürlich irgendwie. Also das mit dem Zielen, da werde ich hier meine Probleme kriegen. Das ist mir viel zu schnell, die Maus. Ich werde jetzt nicht den Gegnern hinterher rasen. Sondern stattdessen in den Reload gehen und versuchen, meinem Team hier unten in der eigenen Base zu supporten. Oh ja, jetzt habe ich die Maus auf Hardcore langsam gestellt. Jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich die DPI auf "Ich bin ein alter Opa, bitte lass mich in Ruhe sterben" gestellt. Aber ist auf jeden Fall besser als davor. Der Gegner
GZ fährt da auch in die Mitte. Ich hoffe jetzt mal, dass der T30 hier nicht direkt in meine Richtung guckt, sondern dass ich jetzt erstmal hier diesen Skoda rausknipsen kann. Und das sind genau die Situationen, die ich vorhin angesprochen habe, in denen der TVP so extrem krass agieren kann. Ich bin jetzt um die Ecke gekommen und konnte 4 Schuss abgeben, ohne dass der Gegner überhaupt die Chance hatte zu reagieren. Und das kann kein Panzer besser als der TVP. Das kann auch kein Badshed, weil der Badshed zwischen den einzelnen Schüssen eine zu lange Nachladezeit hat im Vergleich zum TVP. Allerdings ist das Game immer noch lange nicht gewonnen. Ganz im Gegenteil, steht 8 zu 8. Ich werde jetzt versuchen, den IS-3 dort in meiner eigenen Base, oh wow, rauszuklippen. Wir sind in der gegnerischen Base, die Gegner sind in unserer Base. Auch hier wieder war der Gegner einfach chancenlos, muss man sagen. Er konnte einfach nichts tun, ich komme halt an, er weiß, ich komme, er macht alles richtig, gibt mir noch einen Treffer mit und dann ist er halt tot, weil ich einfach mit meinem Autoloader-Magazin so schnell nacheinander schießen kann, dass der IS-3 einfach nicht dazu kommt, mir noch irgendwas im Gegenzug zu verabreichen. Genauso wird es jetzt auch dem Objekt 907 ergehen. Ja, nicht mal angekratzt, alles klar. Wow! Bitte? Ich habe gerade das Objekt 907 tatsächlich 4-mal getroffen und nicht einmal geschafft, Schaden zu machen. Dabei habe ich nicht irgendwie an besonders merkwürdigen Stellen getroffen. Ich bin noch 6 Sekunden im Reload, aber das sollte reichen, dass er hier um die Ecke kommt und genau den Treffer kassiert. Meine Güte. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich falsch gemacht habe beim 907er. Eigentlich dachte ich, ich hätte recht solide Treffer an der Lower Front Plate gemacht. Aber hat nicht gereicht. Sehr schön. Rasiert. Schön von hinten in die Properze. Damit nur noch die gegnerische Artillerie am Leben und das bedeutet, wir haben dieses Ding auf jeden Fall im Sack. Das Game ist gewonnen. Ich bin mit 4 Kills am Ende eigentlich halbwegs zufrieden mit meiner Leistung. Lediglich die Maus-Speed, das ist jetzt super langsam. Das ist auch noch ein bisschen zu langsam. Jetzt müsste es tatsächlich dann funktionieren. Ja, schöne erste Runde mit dem TVP. Ich glaube, man hat an der einen oder anderen Stelle durchaus sehen können, was man mit dem Panzer in manchen Situationen tatsächlich anrichten kann. Gerade in den Spots, wo man unbemerkt hinter einer Ecke vorlooten kann, um dem Gegner dann 1, 2, 3, 4 Schuss zu verpassen. Der muss sich dann vielleicht noch drehen, kommt mit seinem Turm nicht hinterher. Und man hat dann halt einfach innerhalb von kürzester Zeit einen Burst Damage, den einfach kein anderer Panzer in diesem Game erreicht. Natürlich muss man immer ein bisschen darauf achten, dass das Clip-Magazin auch ausreicht, um den Gegner dann entweder zu finishen oder dass man eine Option für den Rückzug hat. Ansonsten steht man natürlich da, lädt erstmal seine 20 Sekunden nach und ist dann ein leichtes Opfer für den Gegner, der halt kein Autoloader-Magazin hat. Aber wenn man sich die richtigen Situationen aussucht und die Gegner da rauspickt, wo sie alleine sind, wo man nicht besonders viel Gegenwehr erwartet, dann ist tatsächlich der TVP ein wahres Monster. Nächste Runde. Wir befinden uns auf Pilsen. Auch eine Map, die mir jetzt persönlich nicht so sehr liegt. Los geht's. Ich könnte mich jetzt mit in die Heavy-Tank-Gasse bewegen oder erstmal Richtung Medium-Linie. Beziehungsweise das, was ich hier hinten als Medium-Linie definiere. Aber tatsächlich habe ich eigentlich Bock auf die Heavy-Tank-Linie. Da unseren IS-7 und unseren Kinderwerfer supporten und erstmal gucken, dass man hier was anrichtet. Finde ich eigentlich ganz lustig von der Grundidee her. Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, funktioniert es leider nicht. Abpraller. Da war ich tatsächlich zu unentschlossen in den ersten Sekunden des Gefechts.
Sonst hätte ich die ganzen Panzer, die da gecrossed hätten, tatsächlich vor die Lunte bekommen. Das ist mir jetzt nicht gelungen. Und jetzt stehen wir hier mit 10 Panzern oder 12 Panzern und müssen zusehen, dass wir die andere Seite gedeckt kriegen. Das ist jetzt ganz schön crazy. Okay, da ist noch ein gegnerischer TVP. Ich werde mich nicht zu weit nach vorne wagen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass wenn ich da jetzt hier hinfahre, dass ich dann da nie wieder wegkomme. So, 2 Treffer gemacht und jetzt muss ich hier zusehen, dass ich wegkomme, weil die Flanke ist definitiv gefallen. Okay, ein Treffer, war klar, dass ich den kassiere, da konnte ich nichts gegen tun. Ja, und jetzt werden die Gegner von hinten kommen und obwohl, das ist wieder so ein Gefecht der Marke Extraordinär, denn obwohl unser Team hier komplett auf dieser Seite versammelt war, haben wir es nicht geschafft, an der Flanke Druck zu entwickeln, sondern ganz im Gegenteil, wir werden auch auf dieser Flanke hier zusammengeschossen. Und das empfinde ich immer als sehr atemberaubend, wenn man das ganze Team auf einer Seite versammelt und dann trotzdem auf der Seite auf die Schnauze kriegt. Oh, der TVP hat 2 Schuss raus, aber es hilft mir leider nicht. Objekt 907 hat zum Glück gerafft, was hier abgeht und hat sich schon mal umpositioniert. Ich verstecke mich jetzt hier so ein bisschen hinter unserem Objekt 907, weil das hat halt einfach mal ein bisschen Panzerung im Gegensatz zu mir und kann den ein oder anderen Treffer eventuell abfangen, was mir definitiv nicht gelingt. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen defensives Peekaboo spielen. So möchte ich es jetzt mal nennen an der Stelle. Schade, nicht getroffen. Leider nichts erwischt. Nur Fahrkarten geschossen an der Stelle. Ah, der T-44 ist nicht mehr da hinten an der Position, wo er mich so endlos genervt hat. Sehr schöner Treffer. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Zweimal kritischer Treffer am CDC, aber wir haben das Ding noch rumgerissen, sieht so aus. Hui! Unser IS-7 hat hier tatsächlich doch nochmal an der Flanke alles richtig gemacht, konnte außen durchdrücken mit seinem massiven Gewicht und mit seiner Panzerung. Und dadurch sieht es tatsächlich so aus, als ob wir die Medium-Seite der Gegner lange genug beschäftigen konnten hinten in der Ecke, um dann jetzt hier tatsächlich doch noch den Sieg einzufahren. Krasse Geschichte, dass das noch geklappt hat. Ich werde nochmal in den Reload gehen, in der Hoffnung, dass der Schwede mich da hinten nicht sieht jetzt. Es sind ja nur noch 2 Gegner übrig und da muss man jetzt einfach mal sagen, jetzt kommt es halt nur noch darauf an, noch ein bisschen Damage mitzunehmen. Um mehr geht es jetzt hier eigentlich nicht. Einen Schuss konnte ich noch machen. Naja, naja. Ist der da echt immer noch zu tief, der kleine Racker? Diese schwedischen Flundern, ey. 5 cm hoch, ich weiß nicht mal, wie da ein Mensch reinpassen soll. Naja, gut.
Also, auch die zweite Runde mit dem TVP ging jetzt gut aus. Allerdings muss man sagen, dass es vom Gefecht her eigentlich genau so lief, wie es mit dem TVP nicht laufen sollte. Denn ich stand permanent an ein und derselben Stelle, hatte eigentlich den Plan, mit den Heavy Tanks durchzudrücken, habe mich da aber ein bisschen zu spät entschieden, tatsächlich Druck zu machen. Und demzufolge war das Ganze auch sehr unangenehm zu spielen für mich. Die gegnerische Medium-Tank-Flanke, wo ich normalerweise stehe, ist halt durchgebrochen. Wir konnten die dann da zwar aufhalten, aber ich konnte die Stärken meines Panzers nicht ausnutzen. Und das war dann letztendlich von mir taktisch nicht ganz so gut gespielt. Allerdings war auf der anderen Seite, wo ich normalerweise agiere, auch nur ein einziger Panzer aus unserem Team. Und wenn ich da mich dazugestellt hätte, wäre ich genauso wie er einfach nur überfahren worden. Von daher vielleicht am Ende des Tages doch Glück gehabt, dass ich mich für diese Strategie entschieden habe. Jetzt werde ich mal gemeinsam mit euch einen Blick wie üblich auf die Daten und Fakten werfen des Panzers, denn von den Werten her ist der TVP tatsächlich relativ solide. Die DPM ist durchschnittlich, würde ich behaupten. Klar, die russischen und die normalen Nicht-Autoloader kommen insgesamt auf eine höhere DPM. Aber der Badgehead, wie man sieht, hat eine niedrigere DPM, was an der extrem langen Nachladezeit liegt. Der TVP kommt mit einem 4-Clip-Magazin daher, hat zwischen den Schuss verhält, also zwischen den Schusswechseln lediglich 1,5 Sekunden Nachladezeit. Man kriegt quasi den kompletten Clip in 4,5 Sekunden entleert. Erster Schuss, 1,5 Sekunden warten. Zweiter Schuss, 1,5 Sekunden warten. Dritter Schuss, 1,5 Sekunden warten. Vierter Schuss raus und dann in den Reload gehen. Die Aimtime liegt mit 2,01 Sekunden solide da. Auch die Genauigkeit ist für einen mittleren Panzer nicht so schlecht. Reicht alle Male, um zu snipen. Die Gun Depression ist mit 8 Grad auch ordentlich. Elevation 20 Grad, sprich man kann am bergigen Gelände einigermaßen agieren. Der Forward Speed ist gut. 60 km/h, auch das Power-to-Weight-Ratio-Verhältnis ist sehr, sehr gut. Lediglich der Badgehead kann hier natürlich noch ein kleines bisschen besser agieren bei den mittleren Panzern. Aber ansonsten seid ihr tatsächlich in der Lage, sämtliche Positionen des Spiels anzufahren, bevor es eure Gegner tun können. 410 Meter Sichtweite bedeutet, ihr seid euer eigener Scout. Das ist grundsolide. Die Turmpanzerung bietet immerhin einigen Schutz vor Tanks der niedrigeren Stufe. Ansonsten ist die Höhenpanzerung ein Witz. Aber genau das erwartet man natürlich auch bei einem Autoloader. Sehr viel Burst-Damage, sehr schnelle Geschwindigkeit und dafür halt kaum bis gar keine Panzerung. Deshalb verzichten wir an dieser Stelle heute auch mal auf das 3D-Modell. Da ist halt einfach nichts. Wenn er die Kanone von ihm trifft, okay, da habt ihr Pech gehabt. Aber ansonsten ist das Ding halt Papier. Jetzt wird's spannend. Ein Gefecht der Klasse 10. Alles 10er-Panzer. Sowohl bei uns als auch bei den Gegnern. Gut, wie viele mittlere Panzer haben wir denn auf jeder Seite? Eine Menge ist die Antwort. 7 gegenüber 7. Also das Match wird auf der offenen Straße entschieden. Und zwar genau hier, an diesem Punkt. Wir haben sehr, sehr viel extrem harten Stahl. Wir haben 2 Mäuse und 2 IS-7. Also der Stadtkampf sollte eigentlich für unser Team kein Problem werden. Deshalb gilt es vielleicht für uns Medium-Tanks am besten defensiv sich verhalten. Denn wenn wir wissen, dass wir in der Stadt eigentlich aufräumen können, dann muss man hier vorne nicht so aggressiv agieren, wie man das vielleicht sonst tut. Einfach aus der sicheren Erwartungshaltung heraus, dass das in der Stadt schon läuft und man dann hier aus dem Hintergrund ganz gut agieren kann, wenn man sich im Early Game nicht wegwirft. Lustigerweise haben sich 3 mittlere Panzer aus dem gegnerischen Team dazu entschieden, in die Mitte zu fahren. Ein Badgehead, ein Leopard und ein E50M, alle hier in der Mitte. Völlig unverständlich. Oh Gott! Ja. Da haben sich 2 Level 10er bei uns direkt mal verabschiedet. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, so schnell sich zerlegen zu lassen. Aber das bedeutet für mich an dieser Stelle, wir müssen hier vorne Druck machen. Okay, ich hoffe mal, dass einer meiner mittleren Panzerkollegen jetzt hier auch noch irgendwo zur Unterstützung kommt.
Da habe ich jetzt natürlich mehr HP verloren, als ich erhofft habe. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber da im Hintergrund steht auf jeden Fall noch Minimum ein gegnerischer Panzer. Aber wir haben die Mittelposition hier erobert und das war letztendlich das, was ich erreichen wollte. Dass wir hier diese mittlere Gasse erobern, um sozusagen hier in dieser Position unseren Heavy Tanks jetzt auszuhelfen. Wenn die Gegner da crossen sollten, dann müssten sie eigentlich von uns belatscht werden. Und das ist immer eine sehr, sehr gute Situation dann. Genau so. Ja, E5 brauche ich gar nicht erst versuchen. Könnte ich jetzt auf die Entfernung nur versuchen, die Kommandantenkuppel zu beschießen. Ja, 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 ja. Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit, ich glaube, der Kampf wird hier an dieser Stelle entschieden. Weil eigentlich sollten unsere Mäuse und ihr Sieben hier hinten in der Lage sein, das unbegrenzte Zeit zu halten. Und wir müssen nur dafür sorgen, dass die Gegner hier in diesem Bereich bluten, wenn sie hier den Mittelgang sozusagen crossen, dass sie da dann bluten. Oh, der Badge da unten, der hat mich, glaube ich, entdeckt. Oh, ho, 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 ho. Der war close. Der hätte gut und gerne auch abdrücken können, der Badge. Ich muss erstmal wieder zugehen. Heidewitzka. Den Badge da vorne, den müssen wir rausnehmen, ganz dringend. Tja, da hat sich unser Badge da vorne in den Tod gejolot. Also es müsste möglich sein, aber es ist natürlich ein Schuss, der fast unmöglich anklingt. Das sind halt einfach mal 524 Meter und auf 524 Meter braucht man schon eine E50M-Kanone. Oder eine Grille oder sowas, um den zu penetrieren, da oben an der Kommandantenkuppel. Also das wäre tatsächlich ein Schuss, den erlebt man nicht alle Tage. 1:40 haben wir hier noch bei uns auf der Uhr für die Sendung heute. Nein! Aber die Gegner sind gerade abgelenkt, wie ich sehe. Hier vielleicht jetzt nochmal die Chance. Oh, das Objekt 140 da hinten, das muss weg, aber ich glaube, das schaffen die auch so. Sieht ganz gut aus. Das war's für uns. Los hier. Ja. Ich würde mal sagen, da hat der E50M mein Manöver durchschaut und hat mich eben mal rausgeknipst. Und jetzt im Augenblick sieht es doch noch wieder knapp aus. 9:8 der Spielstand, aber der IS-7 spielt das hier hoffentlich gut. Jagdpanzer auf E100 hat ihm da mal eben das Leben genommen. 1000 ins Gesicht gedrückt. Ja, es ist halt schwer, ne? Da hinten in der Ecke, wenn du weißt, da steht ein Jagdpanzer auf E100, da kannst du dann halt einfach nicht vorfahren. Wumms, schöner Treffer hier von Death Captain. Meine lieben Damen und Herren, das war es an dieser Stelle auch mit der heutigen Episode von World of Tanks X mit dem tschechischen TVP, dem Medium-Panzer der Stufe 10. Ein schneller Autoloader mit unglaublichem Burst-Damage-Potenzial, dafür keinerlei Panzerung. Man muss also wirklich aufpassen, was man tut und wann man es tut, weil wenn der Gegner euch auf dem Schirm hat und euch erwartet, dann seid ihr ein Papiertiger. Aber wenn ihr aus dem Hinterhalt agieren könnt, dann seid ihr eine wahre Bestie. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Dann sehen wir uns spätestens hier nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich tschüss, macht's gut. We'll be right back.